Die ewige Beziehung zu Krishna, ist die ewiglich unveränderlich, also in einem bestimmten Wohlgeschmack, oder kann man auch, oder ist sie gemessen auf den eigenen Wünschen, kann man sozusagen auch aufsteigen? Ja, das beinhaltet ja die Frage nach unserem Ursprung, nach unserer Herkunft und eben nach unserer Natur des Ursprungs sozusagen. Was waren wir mal? Also wo waren wir mal und was waren wir mal? Wir wissen ja, wir sind die Seele und wir wissen, die Seele ist ewig und anfanglos und jetzt sind wir uns dessen nicht bewusst und sind in der Materie gefangen. Und die Frage ist immer, warum sind wir überhaupt in die Materie gekommen? Aber da gehört ja auch dazu das Thema, ja, was waren wir dann mal und wie waren wir dann mal? Das gehört eigentlich zusammen. Und die beiden Themen sind eigentlich nicht ganz zufriedenstellend zu beantworten, weil das ist ein Mysterium. Ja? Warum sind wir in der materiellen Welt? Die Frage ist ein Mysterium. Und da gehört eben auch dazu, was sind wir, die wir nicht mehr, die wir jetzt in der Materie sind oder mal nicht in der Materie waren? Ja, das gehört eben zusammen. So, in der Hinsicht, wir verstehen, es gibt fünf Wohlgeschmäcker, wie du sagst, Beziehungen zu Krishna, neutrale Beziehung, eine dienende Beziehung, eine freundschaftliche, eine parentale oder elterliche Beziehung und eine romantische Beziehung oder manchmal sagen wir auch eheliche Beziehung. Und das sind spirituelle Beziehungen, die Seele zu Krishna haben kann und jede davon kannst du entwickeln, gemäß deinem spirituellen Leben. Und in der Hinsicht ist es gar nicht so wichtig, wo wir vorher waren und was wir vorher waren, weil unter allen Umständen die gleiche Option der Entwicklung unserer liebevollen Beziehung zu Krishna zur Verfügung steht. Und ich könnte natürlich jetzt einige alternative oder verschiedene Antworten zur Frage geben, wo kommen wir her oder was waren wir, weil da gibt es schon Antworten, aber gibt es eben verschiedene und das ist ein längeres Thema. Aber die Schlussfolgerung ist eigentlich, wir können eine ewige spirituelle Beziehung zu Krishna entwickeln. Und ob wir von Krishna kommen oder woanders her oder mal eine Swarup hatten oder nicht, ist in der Hinsicht egal, weil für beide Möglichkeiten unseres Ursprungs gibt es die gleiche Zukunft sozusagen. Ja? So, es ist weniger die Frage, was war vorher, sondern es ist die Frage, was kommt jetzt? Welche Auswirkungen hat mein spirituelles Leben? Und du hast alle Optionen, alle Möglichkeiten. Ja, genau. Jede Beziehung zu Krishna. Eine Frage, die mir dazu noch einfällt, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Vaikuntha-Planeten lebt, gibt es da auch die Möglichkeit, da noch weiter aufzusteigen? Oder Ja, ist das dann. ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen, wenn du dann eine spirituelle Situation erlangt hast in dieser spirituellen Welt, dann ist das deine ewige Position. Und da bist du ja voll zufrieden darin. Und das ist nicht, dass du das irgendwie, warum willst du das dann auch wechseln? Weil da hast du ja deine Identität. Das ist ja deine Identität. Das ist ja, wer du bist. Und dass die Form und der Aufenthaltsort folgt ja der Art von Liebe und Beziehung, die man zu Krishna hat. Und die ist ja vollkommen und die ist individuell. Das ist ja, was du bist. Wir haben ja jetzt schon in diesem Leben diese Überzeugung, die meisten Menschen zumindest, ich bin gerne, wer ich bin. Und ich will jetzt mit niemandem tauschen, ich will jetzt niemand anders sein. Auch wenn wir meinen, ja, der Millionär, der hat so gut, trotzdem will ich nicht der Millionär sein. Ich will wie der Millionär sein. Okay, ich will ein Millionär sein, aber ich will jetzt nicht er sein. An und für sich sind wir so tief in uns selbst intuitiv zufrieden mit dem, wer wir sind. Ja, wir mögen mit den externen Dingen nicht zufrieden sein, aber mit diesem Ich an sich sind wir zufrieden. Warum? Weil wir es sind. Wir sind das Ich. Und das Ich ist unsere wahre Identität. Und das ist vollkommen und perfekt und das ist gut so. Und das muss man und möchte man nicht austauschen. So, ich würde sagen, die Intuition ist da unsere Antwort. Und die mag nicht vollkommen begründet werden können, aber einfach vom Gefühl her sind wir, wer wir sind, weil wir sind, was wir sind und sind damit voll zufrieden, weil das eine ewige Position ist und wir sind so geschaffen von Krishna als solche einzigartigen Individuen und sind damit voll und ganz zufrieden.